Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier aus der zentralen USA. Ja, wir sind ja immer noch fröhlich am Sammeln hier. Er oben kommt nicht weiter. Er bastelt zwar jetzt Fabriken, aber er baut keine Geschütze. Das finde ich nicht gut. Und wir sind dabei, jetzt hier den zweiten Trupp ja zusammenzustellen. Jetzt ist auch ein Schlachtschiff hier unten in Auftrag gegeben. Das tüdelt jetzt hier noch ein bisschen. Das braucht noch eine gewisse Zeit. Aber wenn das dann nachher erledigt ist, ist auch der Trupp, der sich hier mit ansammelt, groß genug, um dann woanders Spaß zu suchen. Mal gucken, ob wir dann nach Portugal oder nach Großbritannien oder so gehen. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich mir überlegen, wenn es soweit ist. Und dann werden wir so auf die Art und Weise auf jeden Fall schon mal in Europa Fuß fassen und dort die ersten Sachen machen. Wenn der mir hier zu lange braucht, dann marschiere ich vielleicht alleine in Nordkanada ein. Das werde ich mir auch noch überlegen. Je nachdem, was so abgeht. Denn man darf ja nicht vergessen, hier hinten dieser Großblock, der wird nicht kleiner in der Zeit, ne? Und wir müssen halt echt gucken, dass wir da möglichst mit wenig Verlusten möglichst viel erobern können, damit wir die Ressourcen haben, damit wir die Provinzen haben, damit wir die Einnahmen haben und, und. Kurzum, um da uns halt besser rüsten zu können, um halt wesentlich mehr Geschütze vor Ort zu haben und alles. Und dann hier mehr oder weniger einfach durch schiere Feuerkraft alles wegrotzen zu können. Das wäre natürlich sehr, sehr angenehm, wenn das funktioniert. So, dann können wir mal gucken, was so in der restlichen Welt passiert ist. Also hier drüben ist ansonsten nichts los, außer ein bisschen Gebastel. Arabien hat hier unten jetzt mittlerweile Syrien komplett eingenommen. Hat auch ja das Stückchen vom Osmanischen Reich sich wiedergeholt. Dann befindet sich Deutschland und Frankreich immer noch im Krieg. Dann hat Polen hier in Warna mittlerweile dezente Moralprobleme. Vorher war es hier hinten in Sofia, jetzt ist es in Warna. Also der hat da auch gut zu tun und ziemlich viele Probleme. Finnland hat eine Provinz verloren an Litauen durch Revolte, hat sich Serbien unten Riga noch geholt. Mal gucken, ob Finnland jetzt Krieg führt gegen Litauen. Und dann haben wir natürlich hier unten noch den großen Hammer Nordrussland gegen Österreich. Und da hat Nordrussland ja richtig heftig auf die Fresse kassiert. Ostalgerien gegen Französisch Westafrika hat auch mächtig auf die Fresse kassiert. Ne? Aber hier ist der große Hammer. Ne? Nordrussland 171 zu Österreich-Ungarn mit 56. Also der Verlust gegen eine KI ist schon ganz schön böse. Also, ich weiß nicht, wie der da einmarschiert ist oder wie der da vorwärts gegangen ist, aber 170 Einheiten da mal eben zu verballern, das ist schon echt übel. So, hier sind die mächtigsten Armeen der Welt. Ja, wir sind mit 6% gut dabei. Am meisten Truppen hat Nordkanada. Das ist einer der Gründe, warum ich den eigentlich loswerden will. Und da dauert mir das halt echt zu lange. Hier ist die Revolte. Und dann war es das, was so über Nacht passiert ist? Wie gesagt, das hier oben stört mich, ne? Vor allem, weil er ja selber auch Fabriken hat und man schwer davon ausgehen kann, dass er auch entsprechend Geschütze baut. Wir müssen hier schnellstmöglich rein, ansonsten wird das da oben auch sehr verlustreich und das würde ich gerne vermeiden. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ja, auch ein paar Stündchen später ist in Amerika immer noch die Ruhe vor dem Sturm. Wir müssen ja noch etwas Truppen sammeln. Wir sind ja hier in Richmond dabei. In nicht die ganzen 3 Tagen ist das Schlachtschiff fertig. Dann haben wir auch einiges noch an Truppen zusammengesammelt und können da mit einem ganz brauchbaren Trupp dann langsam aber sicher Richtung Europa marschieren. Wie gesagt, ich will das da weg haben. Was heißt weg haben? Also zumindest erstmal einmarschieren, zumindest dort erstmal einen Stützpunkt haben. Ein bisschen dann hier noch die Provinzen nachträglich mit ausbauen oder weiter mit ausbauen. Aber wäre halt schön, wenn man hier oder hier landen kann. Ist auch natürlich ein bisschen abhängig von der Stärke der Leute, die wir bis dahin zusammengesammelt haben. Wir sollten in 3 Tagen aber schon noch ein Stückchen bekommen. Wir hätten hier in Atlanta dann auch noch die Artillerie zur Verfügung. Die kann man dann auch noch mitnehmen. Hätten wir 2 Geschütze hier drüben plus ein bisschen Personal. Wobei man sich die Geschütze natürlich mit dem Schlachtschiff überlegen muss oder ob man hier nicht einfach nur so 40, 50 Mann mit rüber zieht und dann hier halt alles rausbombt und einfach nur erobert und abwartet. Gucken wir mal. Und ansonsten,
Wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie wir dann weiter vorgehen, ob wir dann eventuell noch alleine nach Kanada gehen oder ob wir woanders spielen gehen, dass wir vielleicht uns dann doch Richtung Spanien vorwärts bewegen oder. Das werden wir sehen. So, kurzer Blick noch in die Zeitung. Hier wird ein bisschen gebastelt. Deutschland, Frankreich, 82, 83 ist immer noch im Krieg. Dann Litauen. Aha. Litauen und Finnland befinden sich jetzt im Krieg. Litauen hat 9000 verloren. Wir haben einen Hafen gebastelt, wir haben eine Kaserne gebastelt. Hier wird es auch langsam heftig, ne? 148 zu 73. Kein schönes Ergebnis mehr. Dann haben wir noch die alten Ergebnisse. Also ist jetzt bei Finnland Litauen auf der Liste. Wird dann halt demnächst wohl auch Geschichte sein. Wie gesagt, ausgerechnet deswegen, ne, weil dieser Block hier so gigantisch ist, da müssen wir echt zusehen. Also, ich bin mal gespannt, was das wird. Blicken wir morgen noch mal rein. Bis dahin sage ich Tschüss und bye bye.